Die ganze Welt schaut Squid Game. Und ich als OG-Koreanischlernerin werde euch heute mal meine ultimativen Tipps zeigen, wie ihr mit einem K-Drama Koreanisch lernen könnt. Natürlich kann man das Ganze aber auch auf andere Sprachen beziehen. Es geht natürlich nicht nur um Koreanisch, sondern auch um alle anderen Sprachen, die du lernen möchtest. Wie du diese also mit Serien oder Filmen lernen kannst. Die Sachen, die du dafür brauchst, sind diese Sachen hier, also einfach Notizhefte und wenn es geht auch noch ein Wörterbuch oder einfach ein Gerät im Internet, wo du dann Sachen raussuchen kannst. Natürlich brauchst du aber auch noch ein Gerät, wo du dann die Serie drauf gucken kannst, logischerweise. Um das ganze System des Lernens mal ganz kurz zu vereinfachen und zu verdeutlichen, möchte ich ganz kurz mal die Geschichte erzählen, wie ich Englisch gelernt habe. Und zwar wurde ich zwar ungefähr bilingual aufgezogen, das heißt, mein Vater hat mit mir meine ersten 3 Jahre nur Englisch geredet, aber ich habe halt immer auf Deutsch geantwortet, deswegen war es jetzt auch nicht so effektiv. Jedoch habe ich aber schon als Kind immer angefangen, Sachen nur auf Englisch zu gucken. Also die ganzen Filme, Serien, die ich damals geguckt habe, waren eigentlich hauptsächlich auf Englisch und das Ganze hat sich auch bis jetzt nicht verändert. Also ich gucke jetzt eigentlich fast alles immer nur auf Englisch, sei es YouTube, sei es Netflix, sei es irgendwelche Filme, TikTok, alles. Ich glaube, das ist total sinnvoll, sich mit der Sprache wirklich zu umgeben, in diese Sprache richtig reinzutauchen und so viel wie möglich eher diese Sprache zu hören und zu sprechen. Und deswegen ist auch das Serien gucken oder bei einer Sprache lernen so effektiv. Okay, es gibt 2 Arten, wie wir lernen können. Und zwar einmal das passive Lernen und einmal das aktive Lernen. Beim Serien schauen wäre es gut, diese beiden Dinge zu benutzen. Das heißt, das passive Lernen wäre, dass du eigentlich nur die Serie guckst und das so irgendwie passiv aufnimmst. Das aktive Lernen ist aber, dass du die Sachen wirklich rausschreibst, sie wiederholst und damit arbeitest. Und natürlich ist auch ganz wichtig Active Recall, worüber wir ja schon in meinem Study-Methoden-Video geredet haben. Fangen wir jetzt aber mal von ganz vorne an und ich zeige euch jetzt mal meine Step-by-Step-Methode. Der erste Schritt ist, die Serie generell erstmal anzugucken. Ich bin nicht so die Person, die dann direkt schon anhalten möchte oder alles aufschreiben möchte, weil ich einfach an sich sehr, sehr gerne lieber die Serie erstmal so genieße. Weil ich finde nämlich, man sollte sich auch diesen Spaß an einer Serie jetzt nicht damit versauen, da ja gerade die Serie so als Motivation dient, meiner Meinung nach, und ich dann endlich mal motiviert bin zu lernen. Und das würde mir dann wieder diesen Spaß und diese Motivation nehmen, wenn ich direkt wüsste, okay, ich muss jetzt alle 5 Sekunden anhalten, um irgendwie ein Wort rauszuschreiben. Deswegen mache ich es schon so, dass ich mir die Serie erstmal angucke und das genieße und mir dann aber direkt schon Szenen rausschreibe, die ich nochmal wiederholen möchte. Beispielsweise, wenn es eine Szene war, wo ich mir dachte, die haben da relativ deutlich geredet, das kann ich mir gut nochmal angucken oder irgendwie da waren Wörter drin, die hilfreich sein könnten für mich. Und einfach, wenn ich mir denke, dass diese Szenen mir irgendwie helfen könnten auf meiner koreanischen Lernreise oder generell halt bei den Sprachen. Dann ist der zweite Schritt, zu diesen Szenen zurückzugehen und dann Vokabeln oder Grammatikstrukturen aufzuschreiben. Aber jetzt die Frage, wie machen wir das eigentlich, wenn wir immer nur einen Untertitel sehen können? Also wenn wir entweder nur Deutsch haben, Englisch oder nur Koreanisch, dann hilft es ja uns irgendwie nicht so viel. Und deswegen habe ich hier einen kleinen Tipp für euch. Ihr könnt euch nämlich die Extension Language Learning with Netflix runterladen, wo ihr dann die Möglichkeit habt, 2 Subtitles gleichzeitig zu lesen. Und nicht nur das, ihr könnt sogar auch das ganze Skript rechts oder rechts neben euch auch noch offen haben. Des Weiteren kann man auch auf bestimmte Wörter raufklicken und dann die Bedeutung davon sehen. Auch wenn ich sagen muss, dass es meistens nicht so gut klappt, weil diese Wörter aus dem Zusammenhang komplett gerissen sind bei der Definition. Ich persönlich benutze diese Extension eigentlich nur, um wirklich 2 Subtitles gleichzeitig zu sehen. Wenn wir uns jetzt die Szenen aufgeschrieben haben und dann dazu zurückkommen, sehen wir 2 Subtitles, so können sie dann lesen. Und was ich dann immer mache, ist mir einfach bestimmte Vokabeln aufzuschreiben, von denen ich denke, dass ich in Zukunft mal gebrauchen könnte. Außerdem mache ich auch Notizen zu bestimmten Grammatikstrukturen, weil ich sie vorher noch nicht kannte, oder schreibe bestimmte Sätze oder Ausdrücke, Expressions und sowas auf. Der nächste Punkt ist meiner Meinung nach eigentlich der wichtigste Punkt, und zwar ist das Active Recall zu betreiben. Falls du nochmal genau wissen möchtest, worum es da geht, kannst du sehr gerne auch mal mein Lernmethoden-Video angucken, weil ich das nochmal ganz genau erklärt habe. Wie machen wir das jetzt aber bei dieser Art von Lernen? Ich mache es so, dass ich die Vokabeln direkt in meine Vokabel-App eintrage. Ich habe schon sehr, sehr viele Apps ausprobiert, muss aber sagen, dass ich Quizlet wirklich noch als die beste App einstufen würde. Denn ich sage euch ganz ehrlich, es würde uns nichts bringen, wenn wir diese Vokabeln auf einem Blatt stehen haben, aber sie dann nie wieder angucken. Wir müssen wirklich mit diesen Vokabeln arbeiten und auch aktives Lernen anwenden. Denn ich persönlich bin kein Genie, das beim einmal Aufschreiben ein Wort komplett sich merken kann und dann auch wieder Wochen später noch abrufen kann. Nein, so bin ich leider nicht und ich brauche wirklich diese Wiederholung, um mir ein Wort zu merken. Meine koreanische Lehrerin hat mir damals den Tipp gegeben, dass ich mir eine Szene raussuchen soll und diese Szene mir wirklich 1000 Mal angucken soll.
Sie meinte, ich soll es mir so oft angucken, bis ich es wirklich verinnerlicht habe und dann zum Beispiel in meinem Tag öfter mal daran denken muss. Und wenn ich dann zum Beispiel noch mehr Koreanisch höre, kann ich dann Verbindungen zwischen diesen Szenen machen. Und ich habe das auch öfter gemacht und habe da tatsächlich auch wirklich Verbindungen irgendwie gefunden. Beispielsweise habe ich mal eine Szene angeguckt, wo eine Person ganz oft das Wort Yakgan gesagt hat und ich wusste nicht, was es heißt. Und dann habe ich das aber irgendwann nochmal in einem anderen Video, glaube ich, gesehen und da habe ich die Subtitles gelesen und dachte ich mir so, Yakgan, was heißt das? Ich habe dieses Wort schon mehrmals gehört und dann bin ich sozusagen in meinem Gehirn zurückgegangen, bin dann wieder auf diese Szene gekommen und habe mir so diese Szene einfach selbst erklärt. Das gleiche mache ich beispielsweise aber auch mit Podcast-Episoden, wenn ich sie zum Beispiel auf Koreanisch oder Spanisch anhöre, dass ich mir diese dann wirklich 10, 20, vielleicht sogar 30 Mal anhöre, bis ich sie wirklich verstanden habe. Und bei jedem Mal anhören werde ich vielleicht ein weiteres Wort verstehen oder einen Zusammenhang erkennen und das ist wirklich total hilfreich. So, falls ihr euch für Koreanisch, K-Dramas und Squid Game especially interessiert, könnt ihr mir sehr, sehr gerne bei TikTok folgen, da ich dort immer sehr, sehr viel zu dem Thema Koreanisch lernen, Squid Game, K-Dramas, K-Pop und so post. Auch weil ich sagen muss, dass ich versuche, das ein bisschen zu ändern, weil ja eigentlich meine Nische eher Lernen, Schule, Produktivität ist und ich aber bei TikTok irgendwie immer nur was zu K-Dramas und so poste, was vielleicht nicht so ganz sinnvoll ist, aber egal, ich finde dazu sehr viele auf meinem TikTok-Account. Also vergesst mir bei TikTok, Instagram zu folgen und auch hier meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr mehr von diesen Videos sehen wollt. Habt noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Sprachenlernen. Hoffe, ich sehe uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, habt noch einen schönen Tag. Tschüss.